Hallo und herzlich willkommen zum Videotutorial Schriftart und Zeichenformate. Wir haben hier oben unter Start Schriftart haben wir hier die Möglichkeit, verschiedene Schriftarten einzustellen. Man sieht hier auch im Menü schon mal, wie die dann letztendlich aussehen. Bevor ich eine Schrift verändern kann, muss ich sie natürlich vorher markiert haben. Man sieht hier jetzt schon ganz leicht, wenn man sich da mit dem Cursor nähert, hier ein Kontextmenü, wo man hier die wichtigsten Formatierungsmerkmale schon mal hat. Fettkursiv unterstrichen, auch die Schriftart ist hier schon da und die Schriftgröße, Schriftgröße vergrößern und verkleinern, Absatzeinrückung. Das erleichtert einen den Weg zur Formatierung, bevor man hier oben hinklicken muss. Hier haben wir dann die Schriftart Calibri, die ist schon eingestellt. Hier hat man Arial gehabt, allerdings etwas kleiner. Und hier Korean New. Man kommt zu den Schriften auch schneller, wenn man hier entsprechend Korean New eingibt, die ersten Buchstaben, und schon taucht die hier unten dann auf. Und schon haben wir die Schrift Korean New. Bei Times probieren wir das ebenfalls aus, Times Roman. Dann haben wir noch Fett, Kursiv und Unterstrichen. Dann haben wir die Möglichkeit, Wörter durchzustreichen oder Wörter hochzustellen, in dem Fall hier nur ein Zeichen bei Quadratzentimeter. Man kann es auch tiefer stellen. Und wie schon eben gezeigt, kann man Schrift vergrößern und natürlich auch verkleinern mit diesen beiden Schaltflächen. Hier geht der Pfeil nach oben und hier der Pfeil nach unten. Also das heißt, die Schriftart wird hier verkleinert. Hier haben wir noch die Großschreibung. Das verbirgt sich hier herunter. Hier ist auch wieder ein Pfeil nach unten. Das bedeutet, hier ist mehr drin, als dargestellt wird. Und hier kann man auch die Großbuchstaben finden. Ja, Text kann man hervorheben, indem man hier zum Beispiel auf eine Markerfarbe klickt. Man kann das auch andersrum machen. Man kann zuerst die Markerfarbe einstellen und dann über diesen Text streichen. Und schon ist er entsprechend hervorgehoben. Ich muss das allerdings auch wieder rückgängig machen, sonst markiere ich andere Sachen auch in dieser Farbe. Die Schriftfarbe kann ich ebenfalls ändern. Das geht hier. Hier ist auch wieder ein kleiner Pfeil dargestellt. Das heißt, wenn ich hier draufklicke, dann komme ich zu einem Farbfeld und kann entsprechend dann die Schrift entsprechend verändern. Was ganz neu ist ab Word 2010, wir haben hier Texteffekte. Das ist an dieser Stelle zu finden und hier sind verschiedene Dinge drin. Wir haben hier zum Beispiel Schatten, wir haben zum Beispiel Spiegelungen. Hier sieht man schon, dass sich dann der Zeilenabstand ändert, weil natürlich die Spiegelung hier unten Platz haben muss. Jetzt haben wir noch etwas Kapitelchen, das findet man hier nicht. Man hat hier aber ein kleines Dialogkästchen. Wenn man hier draufklickt, kommt man in ein neues Fenster und hier findet man die Kapitelchen. Man macht hier ein Häkchen rein, sobald die Schrift markiert ist, geht auf OK und schon haben wir hier die Kapitelchen. Ebenfalls doppelt unterstrichen haben wir hier nicht. Wir gehen hier wieder in das Dialogfeld und hier haben wir bei den Unterstreichungen die zwei Linien und damit haben wir das Ganze doppelt unterstrichen.